Willkommen zurück zum besten Let's Play der Welt in Gothic 2, der Nostalgic Edition. Ich freue mich wieder zurück zu sein nach dem Junggesellenabschied. Ja, ich habe mal erfolgreich überlebt. Wir haben den ganzen Tag durchgesoffen und es war einfach nur super. Der Junggeselle, ich sag's mal so, noch Junggeselle, hat sich mega gefreut. Und ja, war ein wunderschöner Tag. Da habe ich auch erstmal die ganzen Nasen von damals wieder getroffen. Und jetzt spielen wir Gothic weiter. Wir waren jetzt kurz vor der Prüfung des Feuers und die wollte ich jetzt fordern. Bei Palan, ihr kennt das ja, das Prozedere. Man fordert es bei Palan, dann wird man zu Pyroka vorgelassen. Und dann wird es saftig, weil dann sagt er uns, dass da schon 3 Novizen vorgeschickt wurden. Aber das erfahren wir jetzt gleich nochmal von Pyroka. Genau. Ich will die Prüfung des Feuers ablegen. Was? Ist das wirklich dein Ernst? Nee, war ein Spaß. Ich bestehe darauf. Du bist ein außergewöhnlicher Novize. Nun gut. Wenn es dein Ernst ist, dann sprich mit Meister Pyroka. Zündet sich da hinten wieder an. Okay, genau. Da gehen wir mal zum Meister Pyroka. Und dann können wir uns mal anhören, was sie alle wollen. Einige Bürger von Korinis sind auf seltsame Weise verschwunden. Das ist mir bekannt und sehr bedauerlich. Jedoch haben wir uns mit den Magiern des Wassers darauf geeinigt, dass sie sich der Sache annehmen. Gleiches gilt für die Untersuchung der eigenartigen Erdbeben in der nordöstlichen Region von Korinis. Bisher ist mir nicht zu Ohren gekommen, dass unser Einschreiten vonnöten wäre. Also werden wir auch nichts in dieser Sache unternehmen. Ja, aber... Kein Aber. Wir werden verfahren, wie wir es für richtig halten. Und ich hoffe, auch du wirst das respektieren. Wisst ihr, was ich immer dachte, weil ich es gerade sehe? An dem Schwertknauf leuchtet ja was, ne? Von der Innos-Statue. Und ich dachte immer, das wäre das Auge Innos. Ist es aber ja nicht. Das ist ja kein Schwertknauf oder sowas. Es ist ja ein Amulett. So. Es könnte auch sein, dass es das Amulett ist. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht. Weil, wir können es ja mal beobachten im 3. Kapitel, wenn es dann immer noch leuchtet, ist es natürlich nicht. Wenn es nicht mehr leuchtet, dann war es das gewesen. So, man muss natürlich diese Gesprächsoption jetzt wählen, weil davor aktiviert sich das mit der Prüfung des Feuers nicht. Ich muss dringend mit den Paladinen sprechen. Willst du uns auch sagen, warum du mit ihnen sprechen willst? Ich habe eine wichtige Botschaft für sie. Was ist das für eine Botschaft? Im Minental versammelt sich eine Armee des Bösen unter der Führung von Drachen. Wir müssen sie aufhalten, solange wir noch können. Oh, wir werden deine Worte überdenken, Novize. Wenn die Zeit gekommen ist, werden wir dir mitteilen, was wir beraten haben. Solange tust du gut daran, deinen Pflichten als Novize nachzukommen. Eigentlich macht diese Gesprächsoption auch sehr viel Sinn, weil das Hauptanliegen des Helden ist natürlich, ins Minental zu kommen und die Paladine da zu wahren, beziehungsweise die Paladine hier in Korinis zu wahren. Und deswegen macht es Sinn, dass er erstmal das im Kopf hat und nicht die Prüfung des Feuers. Ich will die Prüfung des Feuers ablegen. Du weißt, du willst die Prüfung des Feuers ablegen? Ja, ich berufe mich auf das Gesetz des Feuers, das besagt... Wir kennen das Gesetz des Feuers. Wir sahen auch viele Novizen bei der Prüfung sterben. Diese Entscheidung hast du nicht reiflich überlegt. Doch, das habe ich. Ich will die Prüfung. Und ich werde sie bestehen. Wenn du ausdrücklich darauf bestehst... Dann wird der Hohe Rat dich vor die Prüfung stellen. Ich bestehe darauf, dass mir die Prüfung des Feuers gestellt wird. Dann wie er die Hände in die Hüften stemmt. Wenn du bereit bist, wird dir jeder Magier aus dem Hohen Rat eine Prüfung stellen, die du erfüllen musst. Möge Innos sich deiner Seele erbarmen. Ich stelle mich deiner Prüfung, Meister. Und nur Innos alleine weiß, ob du sie auch bestehen wirst. Die schlimmste Prüfung im Spiel. Die schlimmste Quest im Spiel für mich als Kind. Die Prüfung der Magie. Du weißt ja sicherlich, dass nur einer der Novizen die Prüfung bestehen kann. Verstehe. Wer sind denn meine Konkurrenten? Innos hat in seiner Weisheit 3 Novizen erwählt, die ebenfalls diese Prüfung zu bestehen haben. Argon, Igaratz und Ulf. Sie haben bereits die Suche begonnen. Doch genug davon. Höre die Worte der Prüfung. Folge den Zeichen Innos und bringe uns das, was der Gläubige hinter dem Pfad findet. Diesen Schlüssel wirst du brauchen. Wir haben dem nichts weiter hinzuzufügen. Ich muss bei Ulf immer an Ulf Steinke aus Stromberg denken, wenn ich den Namen höre. Ich stelle mich deiner Prüfung, Meister. So, du willst es also wissen. Nur ein mutiger Novize fordert die Prüfung.
Aber Mut ist nicht alles, was du brauchst. Bist du auch schlau genug, die Prüfung zu bestehen? Bist du stark genug, gegen die Gefahren anzutreten, die auf dich warten? Falls nicht, wirst du dafür mit deinem Leben bezahlen. Also höre nun deine Prüfung. Suche am Platz der Steine den, der nicht geboren, finde ihn, der einst gerufen. Bezwinge den, der nicht bezwungen werden kann. Messe dich mit dem lebenden Fels, kämpfe mit dem niemals sterbenden Stein und zerstöre ihn. Lebender Fels? Was für ein Wesen meinst du? Ich habe dir alles gesagt. Oder findest du diese Prüfung etwa zu schwer? Jetzt wirst du erfahren, was es bedeutet, die Prüfung des Feuers abzulegen. Der liebt das. Ich werde dir keine weiteren Fragen beantworten. Okay. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Das sind Goldstücke, die da auf uns warten. Und das nicht zu wenig. So, jetzt kommt mein Lieblingsdialog. Also ich mag Serpentis, ne? Ich bin einer der wenigen, der Serpentis mag, weil... Ja, er ist ein Assi. Ja, er ist irgendwie auch ein Arsch. Aber... Es hat seine Gründe, warum er im Hohen Rat ist. Und ich finde seine Quests unglaublich geil. Der lebende Fels. Es hat wieder was mit Verbrechen zu tun. Genauso wie das mit Salandrill und den Minenanteilen. Man muss wieder Verbrechen für ihn begehen. Oder Pedros Auftragsmord. Verbrechen für ihn begehen. Ich finde, diese Pentes-Quests sind immer diese Schnittstelle zwischen Söldner und Magier. So geil. Ich stelle mich deiner Prüfung, Meister. Es verwundert mich nicht, dass du das alte Gesetz kennst. Aber ich schätze, du hast keine Ahnung, auf was du dich eingelassen hast. Bedenke, dass ein ungeduldiger Geist nicht vor der Prüfung des Feuers bestehen wird. Aber der Avatar ist... Es ist lange her, dass diese Prüfung abgelegt wurde. Und es gibt nur einen Mann, hör zu, der sie je überlebt und auch bestanden hat. Damals war er noch ein junger, aufstrebender Novize. Heute hat er längst seinen Platz im Hohen Rat gefunden. Ich spreche von Serpentes. Er wird nicht mehr lange der Einzige sein, der die Prüfung bestanden hat. Dann will ich dich nicht länger warten lassen. Höre meine Prüfung an dich. Erschaffe eine Feuerpfeilrune. Das ist alles. Okay, danke. Möge Innos dir beistehen. Jawolski, gut. Möglich ist alles. Hey, hast du tatsächlich die Prüfung des Feuers gefordert? Ja, und ich habe vor, sie zu bestehen. Gut. Das ist doch nichts Neues. Vielleicht kann ich dir dabei helfen. Ich kann dir eine sehr nützliche Spruchrolle geben. Einen Schlafzauber. Interessiert? So steht es in den heiligen Schriften. Hau ab, Junge. Nein, ich brauche deine Hilfe nicht. Du kannst jederzeit zu mir kommen, wenn du es dir anders überlegen solltest. Damit wir in seiner schmierigen Schuld stehen. Wollen wir uns den Schlafzauber holen und dann einfach Opolos oder sowas? Hey, du! Ich hab's mir überlegt. Gib mir den Schlafzauber. Gut, wenn du die Prüfung bestehst, setzt du dich dafür ein, dass ich im Kloster bleiben kann. Wir nehmen den und sagen dann, entweder Opolos oder Barbo werden dann wieder bevorzugt, beziehungsweise werden unsere Gunst erhalten, ich sag's mal so. Was wollte ich Ihnen eben erzählen zu Serpentis noch, weil Ulta das eben noch erwähnt hat. Das heißt ja, dass Pyroka und Ulta von Enos erwählt wurden. Das waren ja die Erwählten. Und die, die nicht erwählt wurden von Enos selbst, die können die Prüfung fordern, um halt trotzdem zu beweisen, dass sie in der Gunst des Gottes stehen und halt die Prüfung bestehen. Und das hat halt Serpentis gemacht. Und ich denke, Serpentis ist halt ein starker und schlauer Kerl gewesen. Wie stark und schlau er jetzt ist, weiß man nicht. Aber es hat ihn überheblich werden lassen, weswegen sich sein Charakter so geformt hat. Das ist das Problem mit vielen Menschen tatsächlich. Die werden mit akademischen Leistungen, mit Titeln und irgendwann überheblich, ne? Setzen sich über andere und. Und alles, was sie ausmacht, kommt nicht aus dem Inneren ihres Selbst, sondern aus dem, was sie halt materiell erreicht haben oder halt
aufgrund von Titeln. Was ich generell eigentlich nicht falsch finde. Oh, das ist ein Hase. Ich dachte, das wäre irgendwas zum Aufsammeln gewesen. Weil man kann durchaus stolz sein auf das, was man erreicht hat. Aber alles in einem gewissen Maß. Ne? Die Menge macht das Gift dann immer. Und ich finde, wenn das dann in absolute Arroganz und Ignoranz mündet und man dann anderen Leuten damit schadet, mit seinem Verhalten, dann hört es für mich persönlich dann immer auf. Zeig mir deine Ware. Da gab es öfter mal den Fall. Das ist auch eine der Sachen, die mich persönlich manchmal wütend machen. Oh, fällt drüben. Weg damit. Die Heilpflänzchen können wir auch weghauen. Wenn Leute zu... Ja, man setzt ja irgendwie, wenn man immer erwachsener wird, sag ich, immer älter, dann hat man auch immer mehr, also mir geht es jedenfalls so, hat man mehr Empathie gegenüber gewissen Leuten. So, man kann verstehen, warum die jetzt emotional reagieren. Man kann Innos allzeit über dich. Ich überlege gerade, wo ich gerade mein... Nee, 1000 Gold. Nee, machen wir noch nicht. Wir holen das später alles. Den Ring wollte ich nämlich holen. Man kann halt verstehen, warum die halt so gerade reagieren, warum die so an ihren Glauben gerade festhalten, obwohl sie vielleicht gar nicht im Recht sind oder obwohl ihre Argumentationsstruktur völlig für den Arsch ist. Macht überhaupt keinen Sinn so. Jeder merkt im Umkreis, jo, das ist Bullshit, was der erzählt. Und warum hält er dran fest? Und man könnte wütend werden und sagen, ey, du Arschloch, warum sagst du sowas und, und. Oder man könnte es einfach verstehen und demjenigen sagen, okay, ich verstehe, wie du das meinst. Dennoch denke ich ein bisschen anders. So, ich überlege gerade, wir gehen da lang. Und ich denke, wenn man diese Leute immer weiter passieren lässt und die auch immer weiter an Macht gewinnen, dann verdirbt das den Charakter immer insoweit, dass dann am Ende so ein Serpentis dabei rauskommt, ne? Der sich natürlich für den Größten hält, so ein bisschen und so ein bisschen spöttisch über andere urteilt. Und so. Aber trotzdem, ich finde den Charakter super geschrieben, wirklich nachvollziehbar. Es ist geschehen. Innos hat mich erwählt. Und ich nehme teil. Hast du doch in X vs. Gothic schon gespielt hier? Ich bin mit von der Partie. Ich habe die Prüfung des Feuers gefordert. Du hast was getan? Also entweder bist du ein Liebling von Innos oder völlig verrückt. Ich bin verrückt. Ich habe schon eine Menge verrückter Sachen gemacht. Dann werde ich das wohl auch schaffen. Innos hält seine Hand über mich. Deshalb werde ich diese Prüfung bestehen. Hast du Argon oder Ulf gesehen? Wir haben uns an der Herberge getrennt. Ich bin zu den Bauernhöfen gegangen und die beiden sind zusammen losgezogen. Aber wohin, weiß ich nicht. Ich spiele im Übrigen die Prüfung des Feuers extra so, weil ich die sonst immer ein bisschen mehr gerusht habe. Also ich habe gar nicht mit Igaratz geredet oder mit Ulf, habe die meistens geskippt und bin dann direkt zur Höhle da hinten. Aber ich will zum Beispiel Ulf dann mitnehmen. Und? Da habe ich sehr viel Schon Lust was herausgefunden? Drauf. Da du es sowieso nicht schaffen wirst, kann ich es dir auch sagen. Spare dir deine Suche bei den Bauernhöfen. Dort gibt es nichts, was dich weiterbringt. Vielleicht können wir zusammenarbeiten. Vergiss es. Diese Mission werde ich alleine schaffen. Du wärst mir nur ein Klotz am Bein. Okay, wie du meinst. Weißt du etwas von einem lebenden Fels? Habe ich den Hammer Innos mitgenommen, ich Idiot? Nee, ne? Ja, warum? Ich könnte mir vorstellen, was er meint. Du wärst nicht der Erste, der an dieser Prüfung gescheitert ist. Wo genau finde ich diesen lebenden Fels? Ist nicht so schlimm. Folge einfach immer diesem Weg. Es ist ein ganzes Stück. Dann kommst du an einem Fluss vorbei. Geh einfach den Weg weiter den Berg hoch. Da oben muss es irgendwo sein. Wenn du über eine Brücke kommst, bist du zu weit. Wenn du überhaupt so weit kommst. Mehr werde ich dir nicht verraten. Schließlich ist es deine Prüfung. Warum regnet's hier denn eigentlich einen ganzen Scheißtag? Ich hab doch vorhin gepennt, oder? Damit's nicht mehr regnet. Jetzt regnet's einfach schon wieder. Gothic. Eigentlich regnet's doch immer erst ab 17 Uhr in dem Spiel. Meine ich mal gehört zu haben. Oder die haben uns jetzt so besoffen gelabert, dass es halt immer regnet. Und immer 17 Uhr ist. Weil den nimmt man natürlich mit. So, ist ein bisschen dunkel hier, hä? Ist das Spiel wieder dunkler geworden? Ich entkontraste mal so ein bisschen. Ich mag es zwar, aber ich finde das Grundgothic, wie man es damals auch immer gespielt hat viel zu viel Kontrast gehabt. Viel zu viel. Habe ich mich auch mal gefragt, ob es knallt.
Wir ziehen natürlich die Robe an, weil die bringt uns mehr Schutz. Wenigstens für den Augenblick. Na komm, töte es. Ah! Überkopfschlag. Dummkopf, warum machst du das? Ich habe hinter mir nur die Goblins gehört und dachte mir wieder kurzzeitig, jo. Okay, müssen wir uns mal wieder kurz einspielen hier. Komm her. Nein, scheiße. Den anderen, du Dummkopf. Nicht ihn. Oh mein Gott, das regt mich so auf, ne, mit diesen dämlichen Zielen wechseln. Direkt wieder Puls auf 180, ne? Gerade so ausgenüchtert und dann wieder ihr Stresslevel getestet. Ja, die Wölfe hier sind stärker, ihr merkt es ja schon, ne? Also die sind nicht so schwach wie im normalen Gothic 2D Nacht des Raben. Die haben hier, die bringen hier auch 90 XP. Haben die Hälfte mehr Leben und machen auch irgendwie. Die haben statt, ich glaube, normaler Wolf, was hat er an Stärke? 20 oder sowas, ne? Und die hier haben einfach 50. Also sind die stärker als Feldräuber im Normalspiel. So, Sagittar können wir natürlich bei Zeiten auch nochmal aufsuchen. Kapitel 2 wird ja erst eingeläutet, wenn wir zu Lord Hagen gehen. Das heißt, wir können, wenn wir Magier sind, nochmal entspannten Söldnerhof machen. Ach, das sind schon wieder zwei. Mein Plan war es jetzt einfach mit Ulf zusammen das Ding zu machen. Und dann danach, wenn wir dann nochmal ins Kloster gehen und uns die Feuerfallrune dann gemacht haben. Klauen wir nochmal den heiligen Hammer. Und dann gehen wir nochmal hierher. Gucken nochmal rundherum, da können wir das mit Sagittar gleich auch noch machen. Eventuell. Vielleicht hat sie einen Teleport zu sich. Das wäre ganz cool. Hier auf der anderen Seite. Oh Gott, da geht's auch wieder ab. Kommst du? Ja, das ist Level Up, was ich brauchte. Danke. Mein kleiner Goblin-Freund. Es kamen auch wieder ein paar Fragen rein, ein paar sehr coole Fragen. Ich habe die extra ein bisschen aufgeschoben. Also deswegen nicht immer wundern. Gut, dass mich auch ein paar an gewisse Fragen erinnern. Ist immer ganz cool, weil momentan kommen halt immer echt viele Kommentare rein. Ja, deswegen. So, was? Hier kann man doch hoch, oder? Safe, kann man hier hoch. Warte. Jetzt hat der Goblin, der schwimmt hier mit. So, die erste Frage ist von Valuable. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Du hast ja jetzt eine Weile schon Werbung laufen. Find super, dass du es nur vom Video hast. Könntest du mal sagen, wie viel du jetzt am Anfang dafür erhältst? Meinst du, wie viel Einnahmen ich mit YouTube mache? Wie immer tolles Let's Play. Ja, also erstmal zur Werbung an sich. Das habe ich extra gemacht, dass sie nur am Anfang kommt. Also wenn du deinen Kanal monetarisierst, kannst du dir vorstellen, stirb jetzt endlich, kannst du dir vorstellen, dass du trotz allem, YouTube will ja Geld verdienen. Das ist ja die Hauptprämisse des ganzen Programms und lässt dich dann daran teilhaben mit 45% oder 55%, ich glaube 55% der Einnahmen. Die restlichen 45 behält YouTube. Mich mal kurz drauf. Oh Mann, hör auf, du dummer Idiot! Ja. Ich sag gar nichts. Es war meine Schuld. Der Varan-Rage war das gerade mal wieder.
Höflich, freundlich, ungerührt. Deswegen hasse ich die. Wirklich. Warum? Warum bleibt man stehen, guckt einen an und dann macht man auf einmal diesen Angriff? Ah, die sind auch so stark. Warum sind die so stark, Junge? Okay, nochmal. Wir machen's anders. Die Hessen würden sagen, anders da. Ja. Komm her, sei meine Bitch. Krieg ich's heute noch mal hin, verfickt! Dass mich ein Varan so bumst! Gothic-Veteran am Arsch hier! Vor allem, ich kritte einfach so in 0,0% der Fälle, wirklich. Und jetzt bin ich wütend und kann mich nicht mehr auf diese Scheiße konzentrieren. Ich krieg dich noch! Ich krieg dich! Du dämlicher Drecks-Varan. Aber wenn ich mir drei Arme dafür wachsen lassen muss, das war... Ach, die Waffe wieder weg. Ich habe nur einmal Waffe ziehen gedrückt und er steckt sie wieder weg. Ach, gut, das Spiel möchte nicht, dass ich diesen Varan anscheinend kille. Warte, wir machen es nochmal anders. Ich sehe auch gerade die ganze Zeit, wir haben nur 40 Leben. Vielleicht lag es auch ein bisschen daran. Okay, nochmal. Der unsterbliche Varan, der kommt jetzt ins Buch der Grolle. Danke. Danke. So, was wollte ich denn jetzt erzählen, nachdem ich hier fünfmal gegen das Vieh verreckt bin? Oh, das ist ja schon fast peinlich. So, Ach so, okay, wegen Werbung. Ja, ich hatte mir halt... Du musst halt Werbung schalten, einmal vom Video. Darauf wollte ich jetzt schließen. Das musst du, damit du Einnahmen erhältst. Und alles Weitere ist optional. Also wenn ihr dann einen YouTuber seht, der am Ende Werbung hat oder halt in der Mitte die ganze Zeit, das hat er selber geschalten und er kann auch selber die Punkte auswählen. Das wollte ich nicht. Das mache ich allerhöchstens mal, wenn ich ein Video habe, wo ich wirklich 30 Stunden Arbeit oder 20 Stunden Arbeit drin hatte und das da eine Stunde geht, dass ich da mittendrin nochmal eine kurze Werbung schalte. Einfach nur, weil das halt so viel Arbeit gemacht hat, ne? So, aber ansonsten habe ich mir generell gesagt, für Let's Plays und alles, die Leute sollen einschalten können. Und das war's dann. Also, das war's dann, die können dann gucken. Ohne Werbeunterbrechung, ich meine, es kommen immer mehr Anbieter, die dann wollen, dass man bezahlt und, dass man keine Werbung mehr sieht und all diese Scheiße mit der Werbung. Es wird noch richtig ausrasten, ich verspreche euch das. Es wird immer schlimmer werden. Manche, es gab... Oh mein Gott, was ist hier los? Ein Goblin-Reiter. Stimmt, den kenne ich ja noch. Ich bin so erschrocken, was macht der da auf dem Goblin? Was macht der da auf dem Scavenger? So. Drecksvieh. Aber schöne Idee, ne? Und es regnet schon wieder. Was hat diese Mod mit dem Regen? So. Guck mal, wie hell das einfach ist ohne Regen und wie es mit Regen aussieht. Man sieht einfach einen alten Schiss. Na egal, ich lasse ihn mal an. Dann bleibt es atmosphärisch, regnerisch. Okay. Gehen wir mal weiter hoch. Der lebende Fels ist ja jetzt hier gleich an der Ecke. Den ignorieren wir erstmal und gehen weiter zu Ulf. Ulf steht dann nämlich in etwas weiterer Entfernung. So. Da ist er. Oder? Ja, da steht er. Ist so ein Steingolem. Ja, also so viel zur Werbung. Ich wollte, dass die Leute einfach durchgucken können und das, damit hat sich's und dann entspannt nach der Arbeit nicht die ganze Zeit auch noch mit Werbung hier beschallt werden müssen, so. Und was ich damit verdiene, möchte ich jetzt nicht erzählen, tatsächlich. Es ist was, womit man sehr zufrieden sein kann, gerade mit der Abonnentenzahl, muss ich sagen, ist es vergleichsweise sehr viel, weil höchstwahrscheinlich die Leute
viel Wiedergabe. Also ich habe ultra viel Wiedergabezeit auf meinem Kanal. Also man merkt, dass die Leute den Content gerne gucken. Ne? Das ist halt irre. So. Und man muss halt bedenken, ich bin jetzt so bei knapp 8000 Abonnenten und dafür ist es halt schon gut. Man kann ja mal, also wenn ihr jetzt wirklich eine Zahl haben wollt, guckt einfach auf Social Blade, das ist so eine schöne Seite. Und da wird immer das monatliche Einkommen geschätzt von den einzelnen YouTubern. Das ist seitdem so, seitdem man das Abonnentenprofil nicht mehr auf privat stellen kann, da wird das relativ mehr oder weniger zuverlässig angezeigt. Ja, okay, so viel dazu. Ich kann dazu gleich nochmal sagen, vielleicht würde das eine zweite Frage auch gleich beantworten. Wie kommt das mit dem YouTuben eigentlich an? Ist auch sehr interessant, das beantworte ich euch mal nach dem Gespräch mit Ulf. In unserem Orden sind alle gleich, deshalb tragen wir auch alle die gleiche Kleidung. Zieh dich um. Hey, weißt du, was passiert ist? Der macht den Varan, ich sag's euch. Du bist erwählt worden. Richtig. Gerade eben will ich noch einen kühlen Schluck Bier zu mir nehmen. Da biegt Daron um die Ecke und erläutert mir, dass ich erwählt bin. Wer hätte das gedacht? Innos Wille ist halt unergründlich. Und was führt dich her? Ich habe die Prüfung des Feuers gefordert. Nicht möglich. Junge, du bist aber verdammt mutig. Heißt das, du suchst auch das, was der Gläubige hinter dem Pfad findet? So sieht's aus. Hast du schon was rausgefunden? Naja, ich bin einfach mal Argon gefolgt, aber inzwischen habe ich ihn verloren. Oh. Und jetzt? Wie hieß es noch? Folge den Zeichen Innos. Aber das mit dem Pfad verstehe ich nicht. Was soll's, ich such mal weiter. Der folgt uns jetzt. Man kann ihn auch drauf ansprechen und sagen, dass er es lassen soll. Ach, die Angst vor diesen Drecksviechern. Oh, danke, dass du mal nützlich bist hier, Don Iltis. Gut gemacht. Ein Drecksvieh weniger. Ulf ist fast tot. Ja, da seht ihr mal, ne? Mit einem Hit, wie viel die wieder abziehen. So, wir hauen uns mal hier so ein paar Dunkelpilze hinter die Binde, hätte ich gesagt. Ich weiß nicht, ob man hier wieder so ein Ragout draus machen kann. Das wäre natürlich super. Würde uns viel ersparen, ne? Butlerfleisch, so, damit man nicht immer Tränke schlüpfen müssen. Schlüpfen vor allen Dingen. Schlupfen, schlurfen, so. Schlürfen. Was ist eigentlich mit meinem Kopf wieder los? Da ist eins von diesen Drecksviechern. Das war wohl ein bisschen zu viel Alkohol gestern. Nicht nur die motorischen Fähigkeiten haben drunter gelitten, auch die kognitiven. Kognitiv sagt man das, ne? Wenn man nicht mal ordentlich sprechen kann und alles. Irgendwie sowas. Ja, genau. Die andere Frage. Wie kommt YouTube eigentlich bei anderen an, wenn ich jetzt so erzähle? Ich erzähle das sehr wenigen Leuten tatsächlich. Die meisten wissen es halt zwangsläufig, weil sie mit dabei waren, als ich damit angefangen habe. Und haben das dann mitbekommen. Aber so jetzt allgemein bin ich eher sehr zurückhaltend damit, weil erstens nicht jeden interessiert Gaming so. Und zweitens, die meisten können auch nicht viel damit anfangen. Ne? Auch mit Hobbys können die meisten nicht viel anfangen, habe ich so manchmal das Gefühl. Da fragst du die Leute, ja, was habt ihr so für Hobbys? Ja, ich mache eigentlich gar nichts. Ich gehe nur arbeiten, dann gehe ich nach Hause, dann mache ich mir was zu essen und gucke ein bisschen Netflix. Und so sieht dann jeder Tag aus. Und da denke ich mir dann auch, ja gut, wenn du dann 60 bist, dann weißt du, was du getan hast. Ja, also ich persönlich empfand es immer sehr wichtig, dass man wenigstens noch eine Sache hat, wo man ein Talent reinsetzen kann oder eine Fähigkeit entwickeln kann, irgendwie sowas, oder wo man sich einen sozialen Kreis aufbauen kann. Ich meine, wenn du jetzt Kraftsport betreibst oder Kampfsport und das sehr extrem und so praktisch dafür lebst, das ist wieder eine ganz andere Sache, als wenn du nur einfach ins Gym gehst, um halt fit zu bleiben. Ich will keine Muskeln aufbauen. Und ich will einfach nur fit bleiben. So, wenn ich das immer höre, dann denke ich mir, ja klar, natürlich. Also jeder will fit bleiben. Aber warum nutzt man nicht die Zeit effizient? Du sollst ja auch kein Bodybuilder werden. Aber Muskulatur aufzubauen, kannst du einfach nur mit 10% mehr Arbeit und vielleicht so ein bisschen ein Adjustment in
Ernährung und Trainingsplan kannst du das so leicht erreichen, noch on top zum Fit bleiben. Da denke ich mir immer, sei doch schlau und nutze doch deine Zeit schlau. So. Naja, aber ist wieder ein anderes Thema. Da ist eins von diesen Drecksviecher. Wolf, Alter. Ja, ich weiß, dass er Viecher sind. Raus mit die Viecher! Oh, sorry. Ich glaube, das überlasse ich lieber mal. Ein Mistvieh weniger. Nicht ihm? Folgst du mir etwa? Quatsch. Ich gehe nur zufällig den gleichen Weg wie du. Natürlich. Ja, aber wir lassen ihn mal. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Oh, hier brauchen wir. Hier brauchen wir Ulf. Nein! Sie hätten fast Ulf getötet. Ein Mistvieh weniger. So. Ist das schlimm? Oh! Da ist wieder eins von Wolfsklinge, Bogen, Käse, alte. Da ist ein Schlüssel. Boah, also Ulf ist wirklich so, ne, wie ein 14-Jähriger, der das erste Mal eine Frau gesehen hat. Junge, Junge, ja, es sind Monster und die wollen Böses. Der ist gleich tot, der Idiot. Ein Mist viel weniger. Kannst du jetzt mal aufhören, alles anzugreifen, was du hier siehst? Wirklich. Einmal, bitte. Ich will den Enddialog mit ihm noch sehen. Rastet der wieder komplett aus? Verstehe ich nicht. Ach, scheiße. Das können wir wieder nicht. Wir könnten jetzt schlafen. Aber dann ist er weg, glaube ich. Deswegen lassen wir das. Es kommt uns auch zugute, dass wir nicht schlafen gehen. Das sage ich schon mal. Ja, und ja, wie gesagt, die meisten können nicht mit anfangen. Deswegen halte ich damit meistens hinterm Berg. Und wenn ich es mal erzähle, dann fruchtet das tatsächlich nur, wenn man dann wirklich... Oh, hör auf! Wenn man wirklich nur Zahlen zeigt, wirklich so, ja, das Tipps und Tricks Video habe ich gemacht, dann können sich die meisten was darunter vorstellen. Und das kann ich auch sehr gut verstehen, dass es so läuft. Du nervst mich so hart. Er ist tot. Okay. Das war das letzte Ding, was uns noch im Weg stand. Ich glaube, ab jetzt wird's Wolfsklinge. Mit Geschicklichkeit. Die sieht verdammt cool aus. Guckt euch das mal an. Wäre eine gute Begleiterwaffe, tatsächlich. Wenn man hier auf Dexterity spielt, hat man den Spaß seines Lebens, denke ich. Ja, wir spielen aber auf Stärke. Wir spielen ja dann Stärke-Magier, ne? Wie schon angeteasert. Ja. Und ja, ich wollte damit schließen. Die meisten, die können sich es halt nur dann vorstellen. Und das kann ich sehr, sehr gut verstehen, weil wenn du nichts mit der Materie zu tun hast, ja. Ich meine, du kennst halt nur große YouTuber so, ne? Und die Kleinen, die sagen dir dann meistens nichts. Und du weißt auch nicht, in welchem Spektrum sich das bewegt, außer du setzt dich aktiv damit auseinander. Ja. Und deswegen, meistens hat es dann für mich keinen Sinn, darüber zu sprechen, so. Es war schön, wenn es dann jemand versteht, aber so generell, ja. Wozu? Hauptsache die besten Freunde wissen es und gucken immer rein. Das ist mir am wichtigsten. Und die Familie. So. Ja. Okay. Dann kommen wir jetzt zum, wie sage ich, Grande Finale. Ich mache heute auch mal eine längere Folge damit hier. Komm. Komm, kleines Mäuschen. Gleich nochmal zwei Speicherstände machen. Oh, hä? Ist Argon nicht hier? Argon ist nicht hier? Warum ist Argon nicht hier? So sieht man sich wieder. Weißt du, ich habe nachgedacht. Ich glaube, der Wunsch, Magier zu sein, ist stark in mir. Oh Mann, tu das nicht! Ich habe keine Wahl. Das Leben als Novize ist nichts für mich. Ich muss einfach Magier werden. Dann wird alles gut für mich. Und jetzt werde ich mir das nehmen, was mir zusteht. Hast du noch was zu sagen, bevor es zu Ende geht? Hast du was zu rauchen? Du hast Glück.
Ich habe tatsächlich was dabei. Erfahrung plus 10. Geil. Vor allem Argon kam jetzt hinter auch noch. Uns. Nein. Schnell rüber, bevor uns hier anspricht. Der Wegelagerer, vor allen Dingen völlig bekifft, erstmal Ulf getötet. So lobe ich mir das. So, das war Frage Nummer 1. Frage Nummer 2 von Gonarch. Nicht vergessen zu antworten, wieso du immer vorher ins Minental gegangen bist. Ach so. Ob es da Vorteile gibt, ob die Lernkurve des Charakters besser ist und. Ja, okay. Ja, beantworte ich gleich. Warum geht Argon jetzt weg? Hä? Du hast das Versteck vor mir gefunden. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Das werde ich nicht zulassen. Man wird noch nicht mal deine Leiche finden. Den Dialog hatte ich noch nie. Noch nie! Was? Was? Wie? Warum? Ulf? Ulf? Okay, wir machen es anders. Der macht ja Damage des Todes. Was? Ah, er ist auf Stufe 20, er ist nicht mehr Stufe 10. Na, das haben sie sich ja toll ausgedacht. Schon wieder eins von diesen Biestern. Oh, ihr seht mal, wie stark so ein Goblin-Skelett ist. Ne? Geil. Oh, Hilfe. Goblin-Skelett ist einer der schönsten Zauber, wirklich. Oh Gott. Ey, was macht die? Ist die KI völlig out of order jetzt? Funktioniert die noch? Hallo? Oh, ja. Kann man das Bild noch geiler zeigen? Gut, haben wir den noch bekommen. Sehr gut. 7 Leben. Ich krieg mich nicht mehr, wirklich. So, ein wunderschöner Zauber mit wunderschönen Effekt. Jetzt fehlt uns nur noch der Hammer. Oh nein! Freddy Krüger ist gestorben. Ich nenne die Goblin-Skelette jetzt immer Freddy Krüger. Das passt gut. Nee, das sind kleine Chuckys. Chucky, die Mörderpuppe. Das passt gut zu Goblins. Weil der ist ja auch so klein. Fehlt eigentlich nur noch, dass sie so einen Dolch haben. Das hätte ich auch viel, viel lustiger gestaltet, hätten die einfach so einen rostigen Dolch, den die so mit einer Hand halten würden und dann auf die Gegner einstechen. Das fände ich richtig, richtig cool, wenn das mal einer designen würde für Goblins. So, okay, dann können wir einfach zur Taverne und nochmal Igaratz, glaube ich, Bescheid sagen, oder? Wollen wir es mal machen? Ich bin mal gespannt, was dann passiert. Der müsste ja noch hier stehen, oder? Ja. Später steht dann hier Dyrian. Oh, gut. Er hat nichts zu melden. Schade, ich hätte ihn gerne drauf angesprochen. Wirklich. Wenn man schon die Möglichkeit hat, die anderen beiden ja ein bisschen zu malträtieren, deswegen. Ja, warum bin ich immer vorher ins Minental gegangen? Das Ding war, weil ich dann mehr Abwechslung im Spiel hatte. Ich hatte erst Held erwacht, dann Minental. Minental geht sehr schnell, du brauchst kein hohes Level, um das zu machen. Das war halt immer der Vorteil dafür. Jakendar brauchst du halt Damage und alles, was du halt im Minental beim ersten Run nicht brauchst. Dann musst du höchstens Snapper töten können und das war's dann auch schon. Das ist das stärkste Monster, was du umlegen musst. Und zur allergrößten Not kannst du dir auch Diego zur Hilfe nehmen, wenn du nicht zu nah ans Lager von Silvestro gehst. Das würde auch noch gehen. Wenigstens für den Rudelführer. Das reicht dann. Ja,
Deswegen immer Minental davor und die Lernkurve war dann auch schöner, ja. Weil du hast sehr viel XP mitgenommen aus dem Minental und dann warst du natürlich höherlevelig für Jagender. Viele sagen, ja, es ist irgendwie kacke, weil dann startet ja die Auge Innos Quest und dann hat die Geschichte so eine Fahrt aufgenommen, dass es irgendwie doof ist, wenn der Held sich nach Jagender verpisst. Ich kann das super verstehen. Sehe ich auch ein bisschen so, weswegen ich Gothic 2 Classic vom Story-Erlebnis viel, viel runder finde, weil da gehst du nur ins Minental und dann wieder zurück und es fühlt sich einfach schneller an und du bist viel mehr drin im Geschehen. Ich habe den Runenstein gefunden. Du hast es geschafft? Du bist den Zeichen gefolgt? Und hast die geheime Pforte entdeckt? Und habe all diese Monster besiegt, die mich schon auf ihren Speiseplan gesetzt hatten. Und die anderen Novizen? Was ist mit Argon? Haben sie es nicht vor dir geschafft? Sie haben versagt. Es war ihnen wohl nicht bestimmt, die Prüfung zu bestehen. Nun, dann erklären wir, dass du diese Prüfung bestanden hast. Der Runenstein soll auch weiterhin dir gehören. Geil. Ende. Ich hörte, du hast die Prüfung des Feuers bestanden. In aller Demut. Selbstgefällig. Das meinte ich. Jeder andere, der es versucht hat, ist dabei gestorben. Du solltest nicht versuchen, herablassen, diese Prüfung abzulegen. Dein Geist ist schwach. Diene lieber dem Kloster und vielleicht wirst du in ein paar Jahren erwählt. Ich werde die Prüfung bestehen. Wenn es Innos Wille ist, wirst du das. Aber wenn nicht, dann wirst du versagen. Der Held hält so viel auf sich und seine Leistung, was auch eine Riesenleistung war, ne? Weil man muss auch bedenken, der Held ist halt ein Avatar, Belias wollte ich schon sagen, Innos und Adanos. Das sind doch alles nur Gerüchte. Also schon irre. Ich würde mal mit Karras kurz noch reden. Für den 6. Kreis, für den 4. Kreis. 5. Kreis, 3. 2. 1. Genau. Wir brauchen für den Feuerfall Schwefel und fürs Goblin Skelett. Das ist nicht mehr im 1. Kreis. Dafür ist Feuergeschoss. Das könnt ihr euch gleich mal merken. Das hat jemand in den Kommentaren erwähnt, dass man dann nicht mehr den Milton Skip hier machen könnte, weil man dann kein Goblin Skelett benutzen könnte. Doch, das geht hier, weil Goblin Skelett ist der 2. Kreis hier. Sehr gut. Oh, finde ich auch super, weil ist ein bisschen OP, wenn man mal ehrlich ist. Hey, du. Was kann ich für dich tun, Novize? Ich bin hier, um die Schriften zu lesen. Verstehe. Wenn du zwischen deinen langwierigen Studien mal Zeit haben solltest, komm zu mir. Ich hätte da noch eine Sache, für die ich einen verschwiegenen Novizen gebrauchen könnte. Eine schöne Quest eigentlich. Du hast eine Aufgabe für mich? Ja, es geht um diesen verrückten Ignaz. Er lebt in Korinis und forscht an verschiedenen Tränken und Heilmitteln, aber auch an Zaubersprüchen. Und gerade das bereitet mir Sorgen. Ich frage mich, ob seine Magie Innos gefällig ist. Natürlich. Um das zu prüfen, brauche ich einige seiner Spruchrollen. Ich will, dass du in die Stadt gehst und mir 3 Spruchrollen von ihm besorgst. Aber zu niemandem ein Wort. Klar. Klar. Hier sind 150 Goldstücke. Das wird deine Auslagen wohl decken. Was genau ist deine Aufgabe? Mir obliegt die Ausbildung der Magier in der Kunst der sphärischen Manifestation. Was heißt das? Nun, ich lehre sie, Kreaturen oder Wesenheiten anderer Zustände oder Sphären herbeizurufen. Für gewöhnlich spricht man von Beschwörungen, obwohl dieser Ausdruck allein unzureichend ist, für die Kunst einen Diener zu rufen. Zudem besitze ich einige interessante Spruchrollen, die Gorax nicht hat. Aber die stelle ich nur Angehörigen des Ordens zur Verfügung. Ah, okay. Ja, das ist natürlich super. Ah, wir müssen natürlich erstmal Runen erschaffen lernen, ne? Sonst geht das natürlich nicht. Und dafür brauchen wir... Ich bin Meister Hyklus. Ich habe die Prüfung des Feuers gefordert. Ulta hat mir die Aufgabe gestellt, eine Feuerpfeilrune zu erschaffen. Und jetzt willst du, dass ich dir die Formel beibringe? Ich weiß nicht, wie ich es sonst schaffen soll. Hm. Gut, ich bringe dir die Formel bei, aber erst, wenn du alle Rohstoffe dafür besorgt hast.
Welche Rohstoffe brauche ich für eine Feuerpfeilrune? Lies es nach. Es steht in den Büchern. Wie ein richtiger Lehrer, ne? Lehre mich, die Rune Feuerpfeil zu erschaffen. Um eine Feuerpfeilrune zu erschaffen, musst du am Runentisch den Schwefel mit dem Runenstein verbinden. Die Kraft der Spruchrolle des Feuerpfeils wird in die Rune einfließen und du besitzt ein Werkzeug Innos. Wenn du also alle Rohstoffe besitzt, gehe zum Runentisch und du kannst die Rune erschaffen. Ich finde halt Feuerpfeil so eine elegante Variante des Feuerballs, weil damit könntest du im Alltag halt ultra viel im Mittelalter machen, ne? So, immer Feuer entzünden können, auch eher ungesehener, vielleicht mal eine Scheune entflammen, wenn das mal notwendig wird. Oder halt also Späße, ne? Ist halt super. Deswegen, ich mag den Zauber sehr und der lässt sich schnell casten. Kostet wenig Mana. So, dafür sind wir natürlich noch zu niedrig. Dann klauen wir jetzt noch schnell den Heiligen Hammer Innos. Glaubst du wirklich? Ja, das glaube ich wirklich. So, ja, deswegen, also Lernkurve und alles. Ich hoffe, das hat das mit Jakinda beantwortet. Aber ich mache jetzt mal Jakinda zuerst, was ich persönlich als schwieriger empfinde. Ja, weil... Aber dafür haben wir dann das Minental so hintereinander, ne? So. Auch nicht schlecht. So, dann nehmen wir mal alles mit, ne? Dreckiger Dieb, na warte! Tschüss. Tschüss. Möglich ist alles. Da. Ja, kein Mana mehr, verfickt. Schnell, schnell, schnell. Schnell! Er kommt! So. Die Panik schon. Der Sack schon am Schwitzen hier. So, da haben wir es aber geschafft. Ja. Ich wollte, nachdem ich mit dem Varan gekämpft habe heute, wollte ich eigentlich noch sagen, ja, er hätte da eigentlich mal einen Pro-Skill gesehen, wenn ich nicht eine Hand am Sack gehabt hätte. Ja, aber ist mir dann ein bisschen zu spät eingefallen, dieser tolle Spruch. Ja, nächste Frage, dann lese ich noch die restlichen Fragen vor, so lange würde ich die Folge dann noch gestalten, dann wird das mal so eine Special-Folge, halt, wie man Magier wird, ne? Soul Hunter Assassin, hey Danny, geiles LP, bin schon hyped, was alles geändert wurde. Frage, was hältst du davon, das Buch der Grolle wieder einzuführen, aber als Magier-Edition, also in etwa so, dass Leute ins Buch kommen, weil sie nicht ehrwürdig den Götter, sich ehrwürdig den Göttern gegenüber verhalten, das ist eine super Idee. Dann habe ich folgende Bitte an euch. Erstens, erstmal das Video hochliken, wie verrückt. Das fände ich super toll. Das hat in der letzten Zeit so geil funktioniert. Und ich fand es auch so super toll, dass nach 2 Wochen Abstinenz direkt wieder auch ordentlich Klicks wieder auf den Videos waren. Also da dachte ich mir auch so, ja, normalerweise fährt dann der Algorithmus immer so komplett runter, wenn du länger nichts machst. Ist halt bei YouTube so. Und dann schlägt es halt den ganzen Leuten auch die Videos dann viel langsamer vor oder viel weniger. Aber man merkt dann, ja, das mit den Aufrufen, das holt sich wieder ein. Deswegen, like das Ding ordentlich hoch, dann hilft das dem Kanal nochmal ein bisschen mehr. Das macht mir immer glücklich. Ansonsten, ja, zu deiner Frage, Buch der Grolle, dann schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr als nicht Innos würdig, den Göttern würdig empfinden würdet und welche Charaktere euch schon mal initial, die wir bisher getroffen haben, einfallen würden. Schon wieder ein Varan. Ich habe gar keinen Bock drauf, ne? Ich habe wirklich gar keinen Bock drauf. Deswegen werden wir es erstmal mit Eispfeilen versuchen. Ja, da kommt der erstmal. Oh, Eispfeil macht dir gut Schaden. Hätte ich nicht gedacht. Ach, mit einem Schlag 32 Damage, da kracht's so wieder aus allen Löchern. Wie viel haben wir? 28, ja, obwohl 60 Stärke ist, glaube ich, sogar normal, wenn mich nicht alles täuscht, oder? In die Nacht des Raben? Müsste das normal sein, ich bin mir aber nicht sicher. Der Golem braucht nur einen Schlag. Das ist das Gute. Da dürft ihr euch aber um Himmels Willen nicht hitten lassen. Weil dann habt ihr den Spaß eures Lebens. So, hier ist noch ein Eisblock, was sehr, sehr nützlich ist. Das wird man dann noch in Jakinda mehr als
einmal benutzen müssen. Okay, ich denke, das war's, ne? Gucken nochmal. Warte, wir haben ja den tollsten Zauber der Welt. Im besten Let's Play der Welt. Heilkraut. Genau. Okay, nehmen wir das noch mit. Ah, der Uhu. Gurt. Das kleine Schwein. So, zur Taverne. Haben wir das auch? Und damit sind wir mit der Prüfung des Feuers endlich fertig. Geil. Danach würde ich sagen, direkt als Magier zum Söldnerhof machen wir die Greg-Quest fertig. Machen wir alles rumrum fertig. Teklas Paket, Cyphers Paket, den ganzen Kram halt, ne? Vielleicht noch Bulko verprügeln, aber da müsste ich einen Eisblock opfern. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Mal gucken. Wir können uns jetzt noch den einen Ring holen. Das machen wir jetzt mal. Weil Amulett können wir uns sparen. Da holen wir uns noch den Ring der Erleuchtung. Hey, du. Zeig mir das. Genau. Das Langschwert ist zwar ultra geil, können wir aber momentan noch nicht gebrauchen. Drachenwurzel brauchen wir. Wolfsklinge kann weg. Kriegskeule kann weg. Schwert behalten wir natürlich. Das Schild des Feuers behalten wir auch. Das Schild des Feuers ist super geil. Wird unser... Ja, Midgame-Schild. Ich werde ja auf Schild spielen. Ach, die Kampfstäbe sind auch wieder einiges wert. Große Armbrust. Jo, hier geht's auch wieder ab. Okay, jetzt können wir die Novizenrüstung verkaufen, weil die sehen uns ja dann nicht mehr als gleichwertig an, sage ich mal. Wir nehmen mal 3 Feuerbälle mit. Wir nehmen eine Fernheilung mit. Ring der Erleuchtung. Da ist er. Hat er sonst noch irgendwas von Belang? Magisches Wissen. Weiß ich nicht, was es bringt. Wir kriegen als Magier die Quest über dich die göttliche Kraft der Gestirne. Ist auch ganz gut. So, wir müssen bei Palan jetzt gleich noch 50 Goldstücke zahlen. Ne? Daran müssen wir noch denken. Ja, aber das mit Buch der Grolle, wie gesagt, gute Idee. Nächste Frage von Cinny. Kannst du diesen Run bitte Kanta umbringen, bevor du in Kapitel 3 eintrittst? Ja, mache ich. Würde zu gern sehen, wie Sari ihren Stand behält und Kanta überlebt. Das können wir machen. Kanta ist sowieso ein Arsch. Und die Frage von Rheingold, Frage von mir und meiner Freundin. Was ist deine Top-3-Platzierung der Gebiete in Gothic 1 bis 3, aka altes Lager, neues Lager, die Stadt Kurines, Kap Dun etc.? Gute Frage, beantworte ich gleich. Warte einen Augenblick, mein Sohn. Streng. Ich hörte, dass ein wertvolles Artefakt aus dem Heiligtum verschwunden sein soll. Ich will gar nicht mehr darüber wissen. Ich erwarte, dass es wieder an seinen Platz gelangt. Diebstahl ist ein Verstoß gegen die Regeln des Klosters. Diese Verfehlungen müssen bestraft werden. So will es das Gesetz Innos. Du wirst eine entsprechende Spende an das Kloster zahlen. Wie viel? Wie viel? 50 Goldstücke. Ich will die Strafe zahlen. Ich nehme deine Spende an. Deine Verfehlungen sind dir vergeben. Möge Innos dir die Weisheit schenken, nicht nochmal den gleichen Fehler zu machen. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Das sind doch alles nur Gerüchte. So, den heiligen Hammer können wir dann wieder zurückbringen. Den brauchen wir eh nicht mehr. Ich habe den Golem besiegt. Was? Du hast es tatsächlich geschafft? Aber ohne den Hammer von Innos hättest du den Golem nie vernichten können. Dennoch muss ich dir zugestehen, dass du die Aufgabe erfüllt hast, vor die ich dich gestellt habe. Und den Hammer nehme ich mal besser an mich. Hast du mir noch etwas zu sagen? Entferne dich. Du weißt, was du zu tun hast. Bevor wir das jetzt komplett abschließen, ich rede jetzt nochmal, wen nehmen wir? Babo oder Opolos? Ich hätte Bock, Opolos mal wieder reinzunehmen, oder? Hey, du. Können wir ihn dazu noch fragen? Achso, wegen der Bibliothek. Es ist schon aktiviert. Okay, dann müssen wir eigentlich nur Quest abschließen. Never mind. Ich habe die Rune erschaffen. Gut gemacht, Novize. Du sollst diese, deine erste Rune, behalten. Wenn du den ersten Kreis des Feuers erreicht hast, wirst du ihre Kraft nutzen können. Diese Prüfung
hast du zu meiner Zufriedenheit erfüllt. Gibt's was Neues? Werde ich jetzt in die Gilde der Magier aufgenommen? Du hast es geschafft. Du hast die Prüfung des Feuers bestanden. Wir waren uns sicher, dass du es schaffen würdest. Ebenso wie wir sicher sind, dass du weiterhin alles daran setzen wirst, ein würdiger Diener Innos zu werden. Wenn du also bereit bist, den Schwur des Feuers zu leisten, wirst du als Magier in unseren Reihen empfangen. Ich bin bereit, in den Kreis des Feuers zu treten. Gut, dann schwöre den heiligen Eid des Feuers. Schwörst du vor dem allmächtigen Herrn Innos, seiner Diener und der heiligen Flamme, dass von nun an und auf ewig dein Leben mit dem Feuer verbunden ist, bis dein Körper und dein Geist Ruhe finden in seinen heiligen Hallen und das Feuer des Lebens erlischt? Ich schwöre es. Mit den Worten des Schwurs bist du den Bund mit dem Feuer eingegangen. Trage diese Robe als Zeichen des ewigen Bundes. Nun, da du in unsere Reihen aufgenommen wurdest, kannst du mit Lord Hagen, dem obersten Befehlshaber der Paladine, sprechen. Wir sind ebenfalls sehr interessiert daran, wie er die Situation beurteilt. Also steht es dir nun frei, nach Corinis zu gehen. Wir erwarten, dass du uns unverzüglich seine Antwort bringst. Ich möchte einen Wunsch äußern. Jedem Magier steht nach seiner Aufnahme das Recht der ersten Tat zu. Also, was soll deine erste Tat als Magier sein? Der Novize Opolos soll Zugang zur Bibliothek bekommen. So soll es geschehen. Der Novize Opolos wird ab sofort die Schriften Innos studieren. Ein Student im Bachelor. Wir haben ihn geschaffen. Was kann ich nun alles lernen? Zunächst mal ist es dir nun möglich, die magischen Kreise zu erlernen. Sie gewähren dir die Macht, die Runen anzuwenden. Je höher du in den 6 magischen Kreisen aufsteigst, desto mächtigere Zauber kannst du wirken. Die Formeln lernst du bei den Brüdern im Kloster. Jeder hat sich auf ein Gebiet spezialisiert, das er dich lehren wird. So ist Karas ein Meister der Anrufungen und Beschwörungen. Und Hyglas wird dich die Magie des Feuers lehren. Niemand versteht sich besser auf die Mächte von Eis und Donner als Marduk. Parlan kann dich verschiedene andere Sprüche lehren. Und er wird dich in die ersten Kreise aufnehmen. Aber jeder von ihnen lehrt dich nur die Formel. Die Runen musst du selbst erschaffen. Mach ich. So, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Ring der Eisenhaut kann weg. So, jetzt haben wir nochmal 30 Leben mehr. Okay, dann will ich doch die abschließende Frage jetzt noch beantworten. Jetzt, wo wir Magier sind, ich zeige nochmal die Stats, wir sind Stufe 6 mit 10 Lernpunkten. Deswegen auch mein Plan, danach erstmal bei den Söldnern aufzuräumen und alles in der Umgebung zu machen, bevor wir nach Jakinda gehen. Ich wollte jetzt eigentlich so ein schönes Endbild haben, wo ich die letzte Frage nochmal beantworte. Machen wir es doch einfach. Warte, wir machen es so. Das ist ein schönes Endbild, oder? So, die letzte Frage. Also, meine Top 3 Platzierung der Gebiete in Gothic 1 bis 3. Vom alten Lager bis Cap Dun und. Okay, ich war ja immer großer Fan von Cap Dun, aber allgemein finde ich die Gebiete in Gothic 3 eher underwhelming, muss ich ehrlich sagen. Meine Nummer 1 wird immer die Stadt Corinis sein. Die Stadt Corinis ist so dermaßen geil gestaltet, dass es sehr, sehr einfach ist, das zu beantworten. Und ich denke auch sehr naheliegend, weil so eine immersive und coole Stadt, auch wie die funktioniert mit dem oberen Viertel und, fand ich persönlich immer mit am schönsten. Und ich erinnere mich sehr, sehr gern immer ans Hafenviertel zurück, an die ganzen Abenteuer und auch wie ich das alles zum ersten Mal erlebt habe. Das war für mich immer so, was mein Herzchen hat höher schlagen lassen. Nummer 2 ist der Söldnerhof von Ona. Auch in Gothic 2. Absolut geil, die Atmosphäre ist super. Für mich persönlich war immer so, warum es nicht Platz 1 ist, er ist zu klein. Es sind ja nur 3 Häuser, davon ist eins eine Scheune, eins eine Küche und das andere das Herrenhaus von Ona. Und dann gibt es noch so eine kleine Kapelle. Und das war's. Ja, in der Nähe ist noch eine kleine Weide und sowas, wo Pepe drauf rumalbert, aber ansonsten gibt's da nicht viel. Finde ich persönlich, hätte man mehr draus machen können.
gerade nochmal so Quartiere für die Söldner, vielleicht ein extra Trainingsareal eingeführt und. Manche Mods nähern sich dem an. Ich hätte diese ganzen abgebrannten Mühlen und sowas hätte ich da entfernt und hätte noch was Söldner-Eigenes hingebaut. So, und hätte das Ganze mehr befestigt für den Fall, dass halt mal die Paladine anrücken. So, das könnte ja auch jederzeit passieren. Ja, Buster ist sowas wie ein Vorposten, aber trotzdem, ja. Und trotzdem, geile Atmosphäre. Ich habe es immer geliebt, auf dem Söldnerhof zu sein. Ne? Und die Leute machen die Atmosphäre natürlich auch. Und Nummer 3, da bin ich schwer am Schwanken. Denn... Ja, obwohl, ich würde mich... Ich schwanke zwischen Sumpf und alten Lager. Das alte Lager... Wegen der Burg, auch wegen der Atmosphäre, wegen Gomez, Diego und den Schatten. Und das Sumpflager einfach nur, weil es so ultra entspannt ist. Ich würde das Sumpflager nehmen. Ich würde das Sumpflager nehmen aus dem Grund, weil es sehr kreativ gebaut ist. Es ist verwirrend aufgebaut, ja. Man findet sich ultra schwer zurecht, finde ich persönlich. Aber die Idee, dass in Bäumen, dass sie ausgehöhlt sind und da drin Hütten sind. Und allgemein, dass es so organisch in diesen Sumpf reinpasst, finde ich genial. Wirklich. Da ist das Sumpflager Platz 3 bei mir, finde ich absolut geil. Würde ich sogar fast schon sagen, dass Platz 2 ist, aber da fehlt mir noch ein bisschen was. Ne? Ich glaube, wenn das noch so ein bisschen bei Nacht noch ein bisschen beleuchteter wäre und noch ein Ticken atmosphärischer, wäre es auf jeden Fall Platz 2. Ja, genau. So viel dazu. Ich finde, in Arcania hat man eine geile Idee mit Tushu gehabt. Das war der Ort, wo die Magier waren und wo Milton da in diesem großen Baum gehockt hat. Das wäre für mich, wäre es in Gothic 2 vorgekommen oder so, mit der Gothic 2 Grafik und allem, wäre es so eine Art Sumpflager gewesen. Und das hätte Potenzial für Platz 1 gehabt, hätten die das geil umgesetzt. Aber Arcania kann man nicht als Gothic zählen. Ist total lost. So, damit will ich die Folge beenden. Wir sind jetzt Magier. Das heißt, nächste Folge nochmal Corinnes ein bisschen clearen. Heißt Söldnerhof. In der Stadt noch ein bisschen questen. Nächsten 2 Folgen und dann Miental, hätte ich gesagt. Dass wir wenigstens, Miental sage ich, Jacken da. Genau. Dann müssen wir ja die vermissten Quest weiterführen und. Ich denke, da machen wir noch ordentlich Level-Ups. So, wie gesagt, lasst ordentlich Likes und Kommentare da. Bis zum nächsten Mal. Lasst euch nicht runterziehen und tschüss.